drüben im Gras ist eine kleine Robbe ohne Mutter. Guck mal da. Gib mir mal dein Fernglas, ja. Patrick. Ja, ich hab sie. Siehst du sie jetzt? Ich hab sie, armes Ding. Die werden wir ganz schön aufpäppeln müssen, Patrick. Was meinst du? Ja, okay. Ich werde mich um sie kümmern. Schön festhalten. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Liebe und vom Kuchen ein dickes Stück. Es ist schon halb acht. Was, schon halb acht? Ja, aber du hast so süß ausgesehen im Schlaf. Du bist auch süß, Mama. Aber unser Lehrer, der mag nicht, wenn ich zu spät bin. Oh, so vernünftig. Unglaublich. Weißt du was? Dann packen wir die Sachen eben erst nach der Schule aus. Nein! Oh, toll, ich kann schon ahnen, was da drin ist. Kommst du? Oh, toll, ein Fernglas. Danke, Mama. Habe ich mir schon immer gewünscht. Gefällt dir wirklich gar nichts an mir? Oh, Doktor, deine naturwissenschaftlichen Kenntnisse. Saskia, bitte, denk doch an Patrick. Patrick und ich, wir verstehen uns prima. Wir tragen. Super, Papi, gönn dir doch mal was. Gönn dir doch mal super, was. Super, Papi, tragen. Hm? Tierchen braucht jetzt mehr Zuneigung als ich. Ja, aber den würde ich nicht mit in mein Bett nehmen. Du? Hier geblieben. Wir wollen dir nur helfen. Ich freue mich schon auf heute Nachmittag. Bruno kommt übrigens auch mit. Bruno? Wieso? Ich hab doch Geburtstag. Ja, aber deine Kinderparty ist doch erst am Wochenende. Und heute, dachte ich, könnten wir schön zu dritt essen gehen. Schnallst du dich bitte an? Deinem Husten müssen wir wirklich mal wieder zum Arzt. Will ich aber nicht. Meine Süße. Tschüss. Vergiss dein Fernglas nicht. Nee, nee. Und feiert schön, ja? Ja, mach ich. Ciao, Liebling. Ciao. Guten Morgen, Frau Doktor. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast eine gute Entschuldigung. Meine Tochter wird nur einmal im Leben sehen. Guten Tag. Das ist nun Frau Dr. Jacobs. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Danke sehr. So, dieser Dr. Grote mag ja viel von Plankton verstehen, aber das deutsche Recht scheint für ihn ein unbekanntes Gewässer zu sein. Dass er bereits rechtskräftig verurteilt wurde, beeindruckt ihn offenbar gar nicht. Der Kerl hat meine Fischkutter zum Abdrehen gezwungen mit seinem Boot. Verstoß gegen § 315 StGB. Gefährdung des Seeverkehrs. Der spinnt doch. Ganz auf Fangtag gehen. Und Grote macht weiter. Greift unseren Mandanten in bösartigen Zeitungsartikeln an.
Danke. Kaffee? Gerne, ja. Parasit des Wattenmeers. Ausbeuter. Ich meine, das erfüllt zweifelsfrei den Tatbestand der Verleumdung. Vorausgesetzt, er hat keine stichhaltigen Beweise. Alles frei erfunden. Im Kern geht es wohl um den Vorwurf der illegalen Stellnetzfischerei und Treibnetzfang in geschützten Gewässern. Wir werden also Klage einreichen, Corinna. Man hat mir gesagt, Sie wären gut als einzige Frau in der Kanzlei. Da müssen Sie ja wohl sehr gut sein. Ich würde sowohl eine Unterlassungs- als auch eine Schadensersatzklage vorbereiten. Ich verlange 50.000. Das bricht diesem Grote das Genick. Gegen so einen Fanatiker muss man schweres Geschütz auffahren. Ja, passiert nochmal, ne? Ja. Hey, Johnny. Hey, Jimmy. Mensch, du frisst immer noch nicht. Kleine Madame ist einfach so heikel. Ich will mal die kleinen Fische rüberkommen. Heißt es fressen oder gefressen werden? Wenn du nicht anständig frühstückst, dann machen wir dich fertig. Ich sehe das etwas anders, meine Herren. Bei der Unterlassungsklage bleibt es natürlich, aber Schadensersatz? Kommt es Ihnen wirklich aufs Geld an, Herr Petersen? Na klar. Trotzdem, wir sollten die 50.000 nur als Druckmittel einsetzen, aber darauf verzichten, falls Grote bereit ist, auf einen außergerichtlichen Vergleich einzugehen. Kein Prozess? Der Mann hat ein Händchen für die Medien. Und Umweltschutz ist ein gefundenes Fressen für die. Und Sie stehen ganz schnell als Bösewicht da, der ein Robin Hood des Wattenmeers fertig machen will. Denken Sie nur an den Ölkonzern. Bei dem hat keiner mehr getankt, weil er eine Bohrinsel versenken wollte. Nein, wir sollten geschickter vorgehen. Ist gut. Na dann, na tau. Hauptsache, diesem Spinner wird endlich das Handwerk gelegt. Bitte, kommen Sie. Also gut, Frau Jacobs. Bereiten Sie die Klage vor. Wow. I am impressed. Baby, das ist deine große Chance. Ach. Du kannst die Akte ja mitnehmen nach Boston. Übrigens, die freuen sich schon alle wahnsinnig auf dich. Deine Uni-Freunde kennen mich gar nicht. Oh, doch. Ich habe ihnen alles von dir erzählt. Wie schön du bist, wie klug du bist. Und wie wahnsinnig ehrgeizig. Und was für eine gute Mutter ich gerne wäre. Ach, was? Mensch, Bruno. Melanie war so traurig, dass wir alleine fliegen. Sie ist doch bei deinen Eltern gut aufgehoben, oder? Petersen einem Vergleich zustimmt. Der hasst diesen Grote. Stimmt es eigentlich, dass Petersen eine Umweltstiftung gründen will? Als Alibi. Will ja gut dastehen in der Öffentlichkeit. Deswegen war er ja so empfänglich für dein Argument mit der Presse. Dir ist aber schon klar, dass wir da keinen Heiligen vertreten. Flaschenpostfinder. Ich heiße Patrick. Mein Vater heißt Jens. Und wir wohnen auf einer Insel im Wattenmeer. Ich versuche schon lange, eine Mutter für mich zu finden. Aber leider sind die meisten Frauen verheiratet.
Auf dem Foto, das bin ich, zusammen mit Torge. Einem kleinen Seehundbaby, das ich alleine großgezogen habe. Melanie, wo bleibst du denn? Komme gleich! Also dann, tschüss. Bis morgen. Du, ich sehe ihn schon vor mir, den wunderbaren Himmel von Neuengland. Ich möchte auch mal die Ferien woanders verbringen, als bei Oma und Opa in Düsseldorf. Mit dir, auf einer Insel im Wattenmeer zum Beispiel. Immer hast du schon alles für mich geplant, ohne mich zu fragen. Erwachsene müssen auch mal alleine sein, weißt du? Flieg du doch alleine. Liebling, da würdest du dich langweilen nach ein, zwei Tagen. Glaube ich nicht. Lieber Patrick, in Hamburg hat es zu viele Autos und es ist sehr laut. Von der schlechten Luft habe ich eine Hustenallergie bekommen. Ich habe zwar eine ganz liebe Mama, aber keinen richtigen Vater. Bloß Bruno. Tief einatmen und ausatmen mit offenem Mund. Kann sich wieder anziehen. Leider kaum Besserung. Im Sommer steigen wieder die Ozonwerte. Deshalb wollte ich auch auf eine Insel im Wattenmeer. Na, wenn alle Patienten so toll mitdenken würden wie du, wäre ich Bad Alberts los. Sie hat recht. Ein Aufenthalt an der Nordsee würde die Bronchien gut tun. Wie alt ist sie denn? Melanie? Hä? Sie ist 10, aber sie hat eine Allergie und muss oft husten. Armes Kind. Und sie hat ein Kindermädchen. Armes Kind. Hier. Was ist sie? Sie und ihre Mutter. Hübsches Kind. Hübsche Mutter. Und warum willst du deinem Vater nichts davon erzählen? Der würde sich doch sicher freuen. Männer brauchen Geheimnisse. Genau. Ja, schöne Hupe. Kann ich die nochmal haben? Sorgen? Natürlich. Danke. Ich habe den Herren von der Bank gesagt, sie hätten einen wichtigen Termin vor Gericht. Aber die sind in 10 Minuten wieder hier. 10 Minuten? Das schaffe ich, okay. Sie sind ein Schatz, danke. Ich weiß. Ach so, und Sie sollen Ihren Vater anrufen wegen der Absage Ihrer Tochter. Ja. Oh ja, stellen Sie durch. Papa, jetzt reg dich doch nicht so auf. Ich weiß ja noch gar nichts davon. Ja, ich klär das. Ciao. Telefon klingelt. Hallo? Melanie? Hi, Mama. Schätzchen, warum sagst du Oma und Opa einfach ab? Weil ich gelesen habe, dass es in Düsseldorf noch mehr Ozon gibt als hier, Mama. Du, das neue Kindermädchen raucht die ganze Bude voll. Okay. Sag ihr, dass ich um 7 komme. Meine Mama kommt frühestens um 8. Okay. Urlaub? Jetzt? Ich dachte, Sie wollten in die Staaten. Ich möchte mit diesem Dr. Grote gerne mal persönlich sprechen. Er reagiert nicht auf unsere Schriftsätze. Und es sieht auch nicht so aus, als wolle er sich von einem Anwalt vertreten lassen. Machen Sie sich nicht allzu große Hoffnungen. Der Mann ist total überzeugt von seiner Sache. Lassen Sie mich mal machen. Und außerdem möchte ich gerne mit Melanie mal ein paar Tage am Wattenmeer Urlaub machen. Ihr würde die Luft gut tun. Gefällt mir, Corinna. Sogar im Urlaub verlieren Sie nie das Wesentliche aus den Augen.
eingeschlafen. Mir geht es genauso. Es tut mir leid, dass wir wieder nicht nach Italien fahren können. Ich muss arbeiten. Macht nichts. Wieso macht ihr das plötzlich nichts mehr? Naja, es sind doch bald wieder Ferien, ja? Und da kommen wieder Leute her. Ja, ich weiß. Mit mir und den Arms ist es halt einfach stinklangweilig. Ich glaube, dieses Jahr wird es anders. Ach ja? Ja, diesen Sommer findest du sie. Nein, wirklich. Du stehst doch auf blond, ne? Ja. Hier, welche von denen findest du am besten? Ja, die oder die? Die? Hm? Naja, die und dann, naja. Hm. Die und die, hm? Und die? Naja, die ist auch ganz nett. Ganz nett. Und Papa, du verstehst ja echt überhaupt nichts von Frauen. Danke. Gute Nacht. Diese Fahrt denn noch? Macht doch Spaß! Arme Mama, dass du die Seekrankheit hast, habe ich ganz vergessen. Aber wir sind ja gleich da. Oh, mir, meine Süße. Ja. Ach, das ist lieb, dass du anrufst. Ja. Gerade angekommen. Weißt du was? Ich bin froh, dass ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. So furchtbar. Was sagt Petersen dazu? Aha. Mal schauen. Hey! Scheiße, das Handy! Bruno! Oh Mann! Entschuldigung! Ohne Handy bin ich aufgeschmissen! Geben Sie mir Ihre Adresse, ich kümmere mich drum. Ach, wie? Hier. Tut mir leid. Sehr gut. Oder lieber? Nein, danke. Tschüss! Gar nichts für! Ich hätte seine Adresse nehmen müssen. Moment, bei dem Wagen wird man hier wohl noch wiederfinden. Ist doch nicht so schlimm, Mama. Im Hotel wird es doch wohl ein Telefon geben. Moin, herzlich willkommen. Ja genau, da ist das Gepäck. Dankeschön. Backsteine hätten Sie nicht mitbringen brauchen. Die haben wir genug. Da sind auch noch welche. Dankeschön. Die Luft ist gut hier, das stimmt. Ach, jetzt habe ich einen Bärenhunger. Morgen früh muss ich noch ein bisschen langweilige Anwaltsmami sein und dann. Hey, was macht man eigentlich auf so einer Insel? Vielleicht lernst du hier jemanden kennen. Ach ja? Wen denn? Einen netten Mann. Netter als Bruno. Ich mag Bruno. Hier lerne ich höchstens den Klabautermann kennen. Ah!
aufstehen. Wie spät ist es denn? 7. Wir frühstücken woanders, nicht im Hotel. Mach schnell. Wo willst du denn frühstücken? Überraschung. Das muss das Haus sein. Wessen Haus? Von Patrick, meinem Brieffreund. Wie? Du hast einen Brieffreund? Hier auf dieser Insel? Ja. Freund? Hi, Patrick. Hi, Melanie. Das ist genauso aus wie auf dem Foto. Das ist meine Mama, Corinna. Ich weiß. Sieht auch genauso aus wie auf dem Foto. Kommt rein. Wir können doch hier nicht so einfach reinplatzen. Doch. Komm schon, Mama. Patrick. Hi. Da sind sie ja. Wir freuen uns so, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Hans. Jakob. Das ist mein Mann. Guten Tag. Moin. Ist Saskia noch nicht da? Papa, wir haben Besuch. Die Damen sind extra aus Hamburg gekommen. Die Lütte ist Patricks Brieffreundin. Brieffreundin? Ja, schon lange. Seit 3 Wochen. Komm, wir setzen uns hin. Sie? Ja, ich. Frau. Corinna Jakobs. Das ist meine Tochter Melanie. Verzeihen Sie, ich glaube, ich habe Ihre Karte in einer anderen Hose. Ja, oder einfach weggeschmissen. Na, da setzen wir uns doch einfach. Wollen Sie nicht telefonieren? Nein, danke. Es ist mir sogar auf dieser Insel gelungen, ein Telefon zu finden. Ein kräftiges Frühstück hat noch keinem geschadet. Dir auch nicht, Jens. Nehmen Sie Ihren Tee mit Kandis und Milch? Oh, danke. Auch wenn Sie Kaffee hätten? Ja, wir trinken hier eher Tee. So, hier brauchst du nicht wach zu werden. Hier bist du von selber wach. Ja, manchmal muss man halt doch ein bisschen nachhelfen. Hm. Ich mach das schon. Harms? Saskia? Später. Jens kann erst später. Wir haben nämlich Besuch aus Hamburg. Patricks Brieffreund. Tschüss. Nach dem Frühstück müssen wir aber wirklich gehen. Ja. Ja, aber ich meine, die beiden Kinder können sich doch wiedersehen, wenn sie noch ein paar Tage hier sind. Ja, genau. Und Kaffee haben wir dann auch. Moin. Moin. Ist das die Brieffreundin? An deiner Stelle würde ich Patricks Post kontrollieren. Darf ich vorstellen, Saskia Jansen, Corinna Jakobs aus Hamburg. Guten Tag. Tag. Morgen. Wir haben Sie aufgehalten. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Kein Geschehen. Danke. Bin ich immer noch zu früh? Zu früh? Wieso zu früh? Lassen Sie Ihre Freundin nicht warten. Sie ist meine Assistentin. Melanie! Kommst du? Auf Wiedersehen. Anderes angezogen. Auf so einer Insel trägt man kein Kostüm. Und dann auch ein Termin. Außerdem wusste ich ja nicht, dass wir Fahrrad fahren. Entschuldigung. Tag. Ich bin Dr. Jakobs. Können Sie mir sagen, wo ich den Leiter dieser Station finde? Dr. Grote, ja. Hinten im Außendämmungsbeck. Danke. Melanie, wo gehst du denn hin? Würden Sie bitte durch die Wanne gehen? Wie, mit meinen Schuhen? Ja. Aha. Was ist denn los? Das ist Torge. Er hat seine Mama verloren. Oh. Jetzt wollen Sie ihn zu seiner Familie zurückbringen. Herr Dr. Grote, soll ich ihn schon zum Boot bringen? Ich bitte darum. Oh, komm, wir gehen mit. Sie sind Dr. Grote? Ja. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, warum Sie hier sind. Patrick hat mir erzählt, Sie sind Anwältin. Ja, Schütt und Partner. Sie hätten auf die Karte gucken sollen. Sie meinen, ich hätte Ihnen dann kein Frühstück serviert?
Herr Dr. Grote, können wir irgendwo in Ruhe miteinander sprechen? Nichts zu tun. Also gut, dann hier. Ich vertrete Herrn Johann Petersen. Sie kennen ihn? Oh ja. Er wird Sie auf Schadensersatz verklagen. 50.000 Mark. Na und, glauben Sie, dass ich jetzt vor Angst in die Knie sink? Das würde ich Ihnen gerne ersparen. Herr Dr. Grote, hören Sie sich meinen Vorschlag an. Eine außergerichtliche Einigung wäre für Sie von größtem Vorteil. Hören Sie. Tschüss, Torge. Tschüss, Torge. Ich bin noch nicht hergekommen, um Sie zu ruinieren. Man kann hier lieber auch übertreiben. Vielleicht denken Sie auch mal ein bisschen an Ihren Sohn. Ne? Auch mein Sohn liebt diese Tierchen genauso wie ich. Tun Sie das, was Sie tun für Ihre Tochter? Glauben Sie, die hat Lust, in 20 Jahren hier auf die Insel zu kommen, um eine Kloake vorzufinden? Oh mein Gott. Sie lieben es ein bisschen dramatisch, was? Hey! Bleiben Sie stehen! Melanie! Mein Sohn ist ein guter Gastgeber. Genauso wie sein Vater. Ich will Ihnen nur zeigen, worum es wirklich geht. Geht's Ihnen nicht gut? Ich bin überhaupt nicht seefest. Vorne im Arzneikoffer hat's noch Tabletten. Wissen Sie, was das ist? Ja, ein Netz. Ja, so ein Fischernetz. Das ist aber hier nicht erlaubt. So fühlt sich ein Seehund, der sich darin verfängt. Das ist viel zu feinmaschig, lässt sich kaum zerreißen. Was soll das? Die meisten Fische, die so gefangen werden, werden nachher wieder rausgeschmissen, wo sie dann verenden oder zu Fischmehl verarbeitet. Ganz einfach, weil sie zu klein sind. Jens, die haben Großkutter im Bad gesichtet. Schöne Grüße von Herrn Petersen. Was haben Sie denn jetzt vor? Doch hoffentlich nichts Ungesässiges, oder? Leuten kann man nicht diskutieren. Kann man nur über den Mediendruck machen. Sie wussten, dass das passiert. Ich glaube, Sie verstehen mich besser, als Sie zugeben wollen. Bringen Sie mich nach Hause.
Grote. Ich habe Petersen einen Vergleich vorgeschlagen. Er wird die Schadensersatzklage gegen Sie zurückziehen, wenn Sie Ihre Angriffe gegen ihn in der Presse widerrufen. Bitte sehr. Das ist der Schriftsatz. Lesen Sie ihn und unterschreiben Sie ihn. Warum lassen Sie uns nicht einfach in Ruhe? Ich soll mich bei diesem Verbrecher entschuldigen. Ich versuche nur einfach eine vernünftige Lösung zu finden, zu verhindern, dass eine der beiden Parteien rettungslos untergeht. Und wissen Sie was? Wenn Sie das nicht unterschreiben, dann werden Sie das sein. Ist ein bisschen nass geworden. Wir sehen uns in Hamburg vor Gericht. Und? Was? Wie war's? Und bei dir? Sie ist nett. Sehr nett. Für ein Mädchen. Und sehr klug. Ihre Mutter ist auch klug. Und? Nett. Das ist eine Sache mit den Erwachsenen. Da legt man sich eine harte Schale zu, wenn man älter wird. Damit ja niemand merkt, wie schwach man wirklich ist. Du könntest dich ja entschuldigen. Bitte? Na, weil du einfach so losgefahren bist. Ach so, ja. Auf einer Insel kann man vor niemandem davonlaufen. Am Strand. Oh. Guck mal, wer da kommt. Hey, langsam, langsam. Wir haben das abgemacht, oder was? Jetzt komm schon. Jetzt dräng mich doch nicht so. Hi, Melanie. Hi, Patrick. Hallo. Hallo. Mein Sohn meinte, wir meinen, es wäre doch ein wunderschöner Tag für ein Picknick. Oh ja, Picknick. Wir könnten zum Leuchtturm fahren. Nimm mal. Sie haben sich's überlegt, hm? Mit dem Vergleich. Mama. Könnten wir das Geschäftliche beiseite lassen? Der Kinder wegen. Wir lassen einfach alles stehen und steigen jetzt in den Leuchtturm. Wie, einfach so? Einfach so, kommen Sie. Kinder, wir gehen auf den Turm. Oh ja. Nee, warte, wir bleiben hier und lassen ein bisschen da dran. Aber wir wollten doch. Genau darauf, 172 Stufen. Der Turm ist 125 Jahre alt. Sie machen mir Mut. Es ist herrlich, diese Stille. Es ist doch gar nicht still. Der Wind, die Wellen. Hören Sie die Möwen? Die Natur macht schon auf sich aufmerksam. Vielleicht verlernt man ja als Stadtmensch richtig hinzuhören. Lassen Sie mir doch ein paar sentimentale Vorurteile. Um die Natur zu lieben, braucht man nicht sentimental zu sein. Es reicht, wenn man erkennt, wie abhängig wir von ihr sind. So ganz unsentimental sind Sie aber auch nicht. Einen tollen Jungen haben Sie. Vater und Sohn. Gibt es auch eine Mutter dazu?
Nina ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie ist in der Früh aus dem Haus gegangen und... Das tut mir leid. Dann habe ich mich hier verkrochen. Ich konnte einfach niemanden mehr sehen. Das kann ich gut verstehen. Das war zu egoistisch. Mein kleiner Patrick hat nicht nur seine Mutter, sondern auch alle seine Freunde verloren. Wir haben damals in Lübeck gewohnt. Nach einiger Zeit habe ich dann festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin, der leidet. Dann habe ich angefangen, mit Patrick zusammen die Insel zu erobern. Sie zu unserem neuen Zuhause zu machen. Hier oben waren wir besonders oft. Ja, ja, der gute alte Leuchtturm hat nicht nur Seefahrern das Leben gerettet. Sie frieren, ja. Melanie war noch ganz klein. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass jemand sie verlassen könnte. Wissen Sie was? Ich dachte, Sie schleppen mich nur hier hoch, um wieder von Ihren Robben zu erzählen. Und ich dachte, Sie willigen nur ein, um wieder auf den Vergleich zu kommen. Herzlich willkommen. Darf ich Ihnen dieses Gepäck abnehmen? Ja, gerne. Dankeschön. Bruno! So muss Robinson geguckt haben, als er zum ersten Mal wieder Menschen zu Gesicht bekam. Ich bin einfach total überrascht. Du wolltest doch erst morgen kommen. Ich konnte mich losreisen. Na? Wie läuft's mit Dr. Grote? Was? Der Vergleich. Ach so. Ja, ganz gut. Er willigt ein? Ja, sieht so aus. Melanie, ja. Schau mal, wer da ist. Da ist. Hi, Kurze. Ich dachte, hier wird das mit deinem Gehuste besser. Also ein bisschen sauer bin ich ja noch wegen Boston. Aber das holen wir nach, wenn wir diesen Robbenfreak versenkt haben. Hm? Melanie? Ich gehe duschen. Du hattest recht, die Fahrt war furchtbar. Hey, warum warst du so unfreundlich zu Bruno? Du freust dich doch auch nicht, Mama. Eigentlich könntet ihr doch mit mir zurückkommen. Wenn hier alles klar ist und der Typ den Schwanz einzieht. Mal sehen. Uiuiuiui. Toll, hä? Na, sowas. Danke. Was ist denn das alles? Lachs und, Hummerkrabben, ja? Ja, und. Ist das Kabel hier auch? Nee. Na, grüß dich. Bitte. Guten Abend. Guten Abend. Bekannte? Urlaubsbekanntschaft. Ja. Jens, du bist unglaublich. Danke, lieber. Ist das mit dem Fisch? Nichts. Danke. Komm, wir essen jetzt. Ja. Hallo.
Hier, probieren Sie den mal, der ist wasserfest. Oder trauen Sie sich nicht mehr auf ein Boot? Ganz bestimmt. Mein Freund ist ein exzellenter Segler, wissen Sie? Das ist Ihr Freund. Der passt zu Ihnen. Sie können den behalten. Ich finde die Farbe zu alt für mich. Danke, ich mach schon. Saskia. Sante. Alles in Ordnung? Was ist denn los? Komm mit. Wieso denn? Darf ich morgen mit Patrick und Herrn Harms eine Wattwanderung machen? Deswegen hast du mich geweckt? Oh komm, ich bring dich ins Bett. Mama. Was ist denn? Willst du Bruno wirklich heiraten? Findest du nicht, wir haben lange genug allein gelebt? Sag mal, uns zwei Frauen würde doch ein Mann im Haus ganz gut tun. Doch, so jemand wie Jens. Der Bote mag ganz andere Frauen wie mich. Glaube ich nicht. Der findet dich gut, glaube ich. Der Kampf ums Wattenmeer geht weiter. Alarmierende Bilanz. Skrupellose Umweltverbrechen. Namentlich der Hamburger Fischfabrikant und Fangflottenbesitzer J.R. Petersen, so Dr. Grote, verstoße planmäßig und ungehindert gegen sämtliche Schutzbestimmungen. Oh, Jens, du Idiot. Ui. Da? Die ist doch annehmbar, oder? Ja. Meister, kann man das Boot mieten? Moin. Die hier, kann man die mieten? Ja. Von Ihnen? Ja. Wunderbar. Kann ich mit Karte zahlen? Karte nehmen wir nicht, aber Ihren Segelschein würde ich gerne sehen. Mein Segelschein? Bürokraten. Vergessen? Es tut mir leid, ich habe ihn leider nicht dabei. Aber Herr Admiral, vielleicht drücken Sie ja mal ein Auge zu. Er hat wirklich einen. Ja. Ohne Schein oder Skipper lasse ich Sie hier nicht raus. Die Verantwortung ist so groß. Bei den anderen ist es genauso. Brauchst gar nicht erst zu versuchen. Ja, wunderbar. Und? Wie kriege ich jetzt auf die Schnelle den Skipper her? Und Sie wollen wirklich auch mit raus? Diesmal habe ich mich vorbereitet. Ich meine, ich könnte ja mit an Bord gehen. Was meinst du? Hätte man Tau. Wenn das okay wäre für Sie? Oh, ja, ich bin überglücklich. Was sollen wir denn anders machen hier sonst in diesem Nest? Schon auf mich auf. Kümmern Sie sich um die Fock.
Eine Weste. Danke, ich kann schwimmen. Sie können, aber Sie sollen nicht müssen. Das ist nett von Ihnen, dass Sie mit uns rausfahren. Wahrscheinlich bin ich doch sentimental. Ich kann gar nicht oft genug hier rausfahren. Zeitungsartikel? Er war schon geschrieben, bevor ich Sie kennengelernt habe. Heißt das, Sie hätten ihn sonst nicht veröffentlicht? Doch, doch. Sein Inhalt ist noch immer wahr. Sie verspielen jede Chance auf eine Einigung. Mit einem schäbigen Deal ist dem Meer nicht geholfen. Sie machen sich ja Sorgen um mich. Ich mag keine eingebildeten Männer. Ach nein? Vor allem, wenn es jemand nötig hat, wie Sie, gestern Abend seine Show abzuziehen mit Ihrem Naturkind. Ja. Ja, ich weiß. Das ist nur Ihre Assistentin. Saskia ist ein bisschen stürmisch, ja. Sie hatte gestern Geburtstag. Sie machen sich ja noch mehr Sorgen um mich, als ich dachte. Blasen Sie sich nicht so auf. Wir sind ja nicht in der Schule. Es ist doch nichts passiert. Wenden. Was? Sie sollen wenden. Wieso? Wir kommen ins Vogelschutzgebiet. Ah. Na und? Mensch, Mann. Verdammt nochmal, wenden Sie jetzt. Das? Sag mal, Jens, das war doch nicht so schlimm. Jens? Ach, ich verstehe, die Urlaubsbekanntschaft. Bruno, das ist doch der Grote. Was läuft hier eigentlich? Alle, die endlich zur Hölle hinfahren, müssen Männer mit Bärten sein. Alle, die endlich zur Hölle hinfahren, müssen Männer mit Bärten sein. Jan und Hein und Lars und Pitt, die haben Bärte, die haben Bärte. Ein Bier bitte, Pitt. Moin. Sie trinken jetzt einmal mehr. Doch, 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 doch. Das bin ich Ihnen schuldig. Das sind mir gar nicht schuldig. Jetzt machen Sie mal nicht hier einen auf bescheiden. Es waren meine Fehler. Sagen Sie, habe ich schon zu viel Küstennebel intus? Oder sind die hier alle echt? Sind alle echt. Oh. Dann noch zwei. Nicht für mich. Wollen Sie mich beleidigen? Ich muss morgen früh raus. Ah ja, Heringeschütze. Mein lieber Herr Anwalt. Sie können nicht zählen, Sie können nicht trinken, Sie können sich nicht benehmen. Ich glaube, es ist besser, ich verschwinde erst. Müssen Sie sich morgen nicht wieder bei mir entschuldigen. Zahlen. Soll ich Ihnen sagen, warum Sie mich hassen? Weil ich Corinna heiraten werde. Sie werden weiter auf dieser Insel bleiben. Geben weiter den Don Quixote dem Friesenherz!
Wenn du wieder in Hamburg bist, dann werde ich dir eine Frage stellen. Und ich möchte, dass du ja sagst. Hey, warum kommst du eigentlich ins Wasser? Weißt du was? Ich glaube, du traust dich nicht. Ich muss arbeiten. Was machst du denn eigentlich? Ich muss noch das Inselfest fertig basteln. Patrick hat mir Schere und Kleber geliehen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Du wirst wie die Mama. Jakobs? Dr. Schütt. Danke, gut. Ja, den Artikel habe ich gelesen. Wissen Sie, ich glaube, Dr. Grotes Entscheidung ist noch nicht definitiv. Ah, Petersen will keinen Vergleich mehr? Ja, verstehe. Naja, ich wollte eigentlich nur 2 Tage hierbleiben, aber... Nein, natürlich komme ich. Bis dann. Ich will aber noch nicht nach Hause. Dir kann man nichts vormachen, was? Mäuschen, ich muss nach Hamburg. Ich muss die Klage einreichen. Gegen Jens? Das ist mein Job. Das ist total gemein von Melanie. Dir. Schöner Job. Melanie, hör mal. Hör mal. Hey. Du möchtest hierbleiben, ne? Weißt du was? Das ist mein Job und nicht deiner. Melanie ist sehr froh, dass sie bei ihm bleiben darf. Vielen Dank. Das ist doch selbstverständlich. Guck, da ist er. Es könnten Geschwister sein. Morgen fährt sie? Ja. Da müssen wir schnell sein. Gib mir ein schönes Bier, bitte. Da vorne ist sie. Du musst sie auffordern, ne? Auffordern? Das lassen wir. Mama? Ja? Schön heute Abend, nicht? Ja. Heutzutage dürfen Frauen noch alles, oder? Ja. Das heißt fast. Wieso fragst du? Auch mal zum Tanzen auffordern. Mach, Schätzchen. Lass mal. Ist auch so schon kompliziert genug. Ich aber, wenn Sie mich vielleicht nach Hause begleiten können. Ich habe eine Prima.
mal Salbe. Die hilft da sofort. Ja, selbstverständlich. Na, sind deine Makrelen fertig? Du, Jens, ich soll dir sagen, Frau Jakobs erwartet dich am Strand. Wärst du über die Strandpromenade nicht schneller? Nee, aber vielen Dank. Ihnen für das Abbringen. Den letzten Rest, den schaffe ich ja wohl allein, ne? Sind Sie sicher? Ja, bin ich wohl ganz sicher. Gute Nacht. Sie wollten mich sprechen. Ich? Nein, wieso? Nicht? Nein. Das ist gut. Das ist richtig gut. Was wird hier eigentlich gespielt? Ich weiß es nicht. Das ist Melanies Schrift. Ihre Tochter wird mal eine große Richterin. Wie es aussieht, sind unsere Kinder erwachsen als wir. Hm? Sieht ganz so aus, ja. Ist Bruno schon abgefahren? Ja. Sie werden ihn heiraten. Tanzen Sie wenigstens ein letztes Mal mit mir. Vielleicht kann man das noch ändern. Sie müssen jedes Gesetz brechen, was? Es gibt so eine Art Naturgesetz. Das gilt aber nicht in Hamburg. Aber Ihre Bemerkungen fangen an, mich zu langweilen, Saskia. Tanze mit mir? Bitte. Ein Tanz, komm. Hab ihn nicht so. Ein Tanz. Ach, komm. Oh. Tag. Hallo, mein Schatz. Hallo. Na? Hi. Vielen Dank nochmal. Ich hole Sie in 10 Tagen ab, okay? Tschüss, Mami. Gut auf dich auf. Ja. Das Hotel bringt noch die Koffer vorbei, ja? Vorne in der Seitentasche ist übrigens sind die Medikamente und auch meine Telefonnummer, falls irgendwas ist. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen, wegen gestern Abend. Und wir haben da so ein bisschen eine Intrige eingefädelt, alle zusammen. Das war doch sehr charmant. Wenn Sie wüssten, was wir Anwälte manchmal für Tricks drauf haben. Das glaube ich. Danke. Mhm.
warst auf dem Leuchtturm? Pass auf, meine Süße. Patrick hat dich festgehalten. Ja, ganz bald. Schlaf gut. Sind das alle Prozesse? Ja, alle Prozesse, die wir für Petersen geführt haben. Danke. Frohes Schaffen. Ich bin dann weg. Schönen Abend. Danke, gleichfalls. Der Zustand ist somit auch in der Nordsee festzustellen. Die kontrollierte Aufzucht von Meeresfischen durch Lebensmittelkonzerne könne den Abwärtstrend nicht stoppen. Und so drohen großen Teilen der Weltbevölkerung, deren Nahrungsgrundlage Fisch und Fischprodukte sind, in Zukunft Hungerkatastrophen. Tja, dann werden wir eben wieder mehr Fleisch essen müssen. Bitte. Corinna, Sie wissen, dass ich viel von Ihnen halte. Aber im Fall Petersen möchte ich mit Ihnen über eine Niederlegung des Mandats sprechen. Aber wieso das denn? Die Sozietät bleibt natürlich am Ball. Wir würden Petersen einen anderen unserer Anwälte vorschlagen und notfalls das Gericht um Vertagung bitten, bis der sich eingearbeitet hat. Darf ich fragen, warum? Wir haben gewisse Hinweise auf eine Interessenkollision. Sie haben mit Dr. Wolf gesprochen. Anwaltsgeheimnis. Ich stehe wirklich hinter Ihnen, Corinna. Ich weiß, Sie haben es manchmal schwer als alleinerziehende Mutter in diesem Haifischbecken. Aber ich kann nicht riskieren, dass wir durch ein romantisches Intermezzo einen unserer wichtigsten Mandanten verlieren. Herr Dr. Schütt, wenn solche Gerüchte über mich an Sie herangetragen wurden, dann muss ich darauf bestehen, das Mandat zu behalten. Allein um Ihnen zu beweisen, dass ich Ihr Vertrauen wert bin. Damit beläuft sich Petersens Schadensersatzforderung jetzt auf 100.000. Er will noch mal 50.000 draufgehen? Ist doch gut für uns. Ja, klar. Wenn man nur die Honorarseite betrachtet, natürlich. Ich hatte ihm doch gesagt, das ist verheerend für die öffentliche Meinung. Er ist der Meinung, dass sein Ruf ohnehin ruiniert sei. Nämlich durch Grotes Kampagne. Ich muss noch mal auf die Insel. Du machst dir doch nicht etwa Sorgen um Grotes Sparstrumpf? Musik.
Dr. Grote da? Danke. Danke. Jens! Oh. Können Sie mir sagen, wo ich Dr. Grote finde? Ja, kein Problem. Jens! Was gibt's? Corinna? Ich, vergiss es. Corinna! Wir sehen uns vor Gericht. Ich bitte jetzt die Presse, den Saal zu verlassen. Sie wissen doch. Bitte schön, Herr Lohmann. So, Ruhe bitte. Wir verhandeln heute in Sachen Petersen gegen Dr. Grote. Guten Morgen. Aber bitte, meine Herrschaft. Meine Herrschaft, verlassen Sie den Saal. Bitte. Bitte. Ich bitte Sie, meine, das heißt, unsere Verspätung zu entschuldigen. Herr Dr. Grote, wo ist Ihr Anwalt? Ich vertrete mich selbst. Herr Dr. Grote, das geht leider nicht. Hier beim Landgericht herrscht Anwaltszwang. Anwaltszwang. Aber wo Sie nun schon mal da sind, können wir den Fall ja mal erörtern. Warum haben Sie die da mitgebracht? Weil ich in Wirklichkeit Ihre Interessen vertrete und nicht meine. Diese kleine Robbe isst gern Fisch. Ich übrigens auch. Verzichte ungern auf ein schönes Stück Rotbarsch oder eine leckere Scholle. Aber anders als dieser kleine Heuler könnte ich auf Meeresfische verzichten. Wenn es denn eines Tages keine mehr geben sollte. Anders als diese kleine Robbe könnte ich ausweichen auf Brot, Gemüse, Fleisch. Meinetwegen auf eine Tiefkühlpizza. Und müsste nicht verhungern. Anders als diese kleine Heuler. Aber da wir offensichtlich beide dasselbe mögen, sollten wir nicht darauf achten, dass genügend Fisch für Sie und Ihre Artgenossen übrig bleibt? Oder sollen wir so weitermachen wie bisher und die Meere leer fischen? Die Hälfte davon zurückkippen wie Müll. Wertlos für uns und wertlos für alle anderen Lebewesen. Meine Herrschaften, bitte. Wozu brauchen wir einen Nationalpark Wattenmeer, wenn wir nicht in der Lage sind, die Tiere und die Pflanzen, die dort leben, vor ihren schlimmsten Feinden, nämlich uns, den Menschen, zu beschützen. Ich frage Sie. Ich frage Sie alle. Denn diese Frage geht zuletzt professionelle Juristen etwas an, aber zuallererst doch uns und unsere Kinder, die wir in dieser Welt leben. Was ist uns das Meer wert? Das doch Lebensgrundlage für Millionen war und ist. Wenn man dazu bedenkt, dass alles Leben auf dieser Erde aus dem Meer überhaupt erst entstanden ist. Jetzt fängt aber Adam und Eva an. Ach, Herr Petersen. Bin doch immer wieder erstaunt, dass gerade jemand wie Sie, der doch sein Geld auf dem Meer verdient, so wenig Achtung vor diesem fragilen Lebensraum hat. Herr Dr. Grote, bitte nehmen Sie Platz. Tja, Sie vertreten Ihre Sache, die Sache Ihres kleinen Heulers, ja nicht schlecht. Frau Rechtsanwältin, wollen Sie dazu, Frau Rechtsanwältin? Ja. Zunächst einmal wundere ich mich, dass ein ausgewiesener Tierschützer wie Dr. Grote einem Robbenbaby die Qual einer solchen Verhandlung zumutet. Aber das darf ich wahrscheinlich unter der Rubrik Mätzchen für die Presse abheften. Herr Dr. Grote, ich schätze Sie. Ich schätze Sie als einen Mann, der an seine Überzeugungen glaubt und für große Ziele eintritt, die Sie uns soeben sehr schön und ausführlich dargelegt haben.
Aber worum es in diesem Rechtsstreit eigentlich geht, darüber haben Sie kein Wort verloren. Sie haben Herrn Johann Petersen, einen angesehenen und unbescholtenen Hamburger Geschäftsmann, in einer Art Privatkreuzzug angegriffen und diffamiert. Sie haben seine Persönlichkeitsrechte missachtet und Sie haben eine Pressekampagne gegen ihn losgetreten mit unbewiesenen Behauptungen. Behauptungen, gegen die mein Mandant wissenschaftliche Gutachten vorgelegt hat. Ja, schönen Dank, Frau Rechtsanwältin. Stellen Sie die Anträge aus der Klageschrift? Ja. Der Beklagte hat die beleidigenden Äußerungen gegen meinen Mandanten mit sofortiger Wirkung zu unterlassen. Darüber hinaus beantrage ich, den Beklagten zu Schadensersatz in Höhe von 50.000 Mark zu verurteilen. Herr Petersen wird dieses Geld einer Umweltstiftung zur Verfügung stellen. Da der Beklagte anstatt mit einem Anwalt mit einer Robbe vor Gericht erschienen ist, beantrage ich ein Versäumnisurteil und bitte das Gericht nach Aktenlage zu urteilen. Danke sehr. Ja, schönen Dank, Frau Rieser. Große Klasse, Frau Jacobs. Wenn der Olle Schütze mal nicht mehr bezahlen kann, hole ich sie zu mir in den Vorstand. War doch nicht schlecht, das mit der Umweltspende. Die Teilhaberschaft dürfte nur noch Formsache sein, Corinna. Vielen Dank, Herr Dr. Schütt, aber ich verzichte. Das war mein letzter Prozess für Sie. Ich werde in Zukunft nur noch Fälle übernehmen, an die ich wirklich glaube und die ich moralisch vertreten kann. Du verstehst etwas von deinem Handwerk. 50.000. Wenn ich es nicht getan hätte, hätte irgendein Kollege von mir das gleiche Ergebnis erzielt. Wie konntest du nur ohne Anwalt vom Landgericht erscheinen? Immer mit dem Kopf durch die Wand, wie? Ja, was hätte mir ein Anwalt gebracht? Anwälten geht's nur ums Geld. Ich dachte, es gibt Ausnahmen. Schau mich nicht so an. In dieser Welt kriegst du kein Recht, nur weil du die Leute mit großen Heuleraugen ansiehst. Du kriegst einen Schlag auf den Kopf. Herzlichen Glückwunsch und danke für die Lektion. Was hast du denn gleich gekündigt? Du hättest pokern sollen. Jetzt! Jetzt frisst Schütt dir aus der Hand. Oder war das etwa schon gepokert, hm? Ach, Bruno. Andererseits, vielleicht war es ja richtig. Schütt ist nicht mehr das, was er mal war. Und nach dem Prozess hast du in allen größeren Kanzleien Chancen. Wir könnten zusammen weggehen. Wie wäre es mit Böller, Stark und Rabe, Spitzenkanzlei, 1A Connections in die USA. Ein Wort von mir genügt. Der Junge ist ein... Bruno. Ich gehe weg. Ich gehe weg aus Hamburg. Was? Ich suche gerade eine Eigentumswohnung für uns beide. Für uns drei meinst du wohl. Melanie gibt's ja auch noch. Mit ihrer Allergie fühlt sie sich an der Küste viel wohler. Hör doch keinen Quatsch. Melanies Allergie, von wegen. Du. Du gehst zurück zu diesem Öko-Fritzen. Seit wann trinkst du eigentlich Tee? Ach, ich verstehe. Erst... Machst du ihn vor Gericht fertig und dann hebst du ihn gnädig wieder auf. So, du spielst ja noch viel raffinierter, als ich dachte. Hör auf! Das ist doch kein Spiel! Hör auf, mich für dumm zu verkaufen! Ich hatte von Anfang an recht! Von Anfang an habe ich gerochen, dass du in diesen Krabbenpooler verliebt bist! Ich hab's gesehen! Dann hast du mehr gesehen als ich. Ich weiß nicht, ob ich Jens jemals wiedersehe. Aber eins weiß ich. Dass ich so nicht mehr leben will. Ich hatte nur nicht den Mut, mir das einzugestehen. Der Ring ist sehr geschmackvoll. Musik.
Tag, Frau. Gut, dass Sie da sind. Mein Mann ist mit den Kindern zu Fischen raus. Die sollten eigentlich längst zurück sein. Das ist was passiert, ich spüre das. Die Kinder? Steigen Sie ein. Jens? Corinna? Weißt du, wo sie sind? Deine Tochter ist mit an Bord. Saskia ruft zur Sicherheit den Notarzt und informiert die Küstenwache. Mach ich. Mach dir keine Sorgen. Wir bringen sie zurück. Wieso der Notarzt? Sag mal, was ist denn passiert? Mach dir keine Sorgen. Wird schon. Opa Harms, was ist mit dir? So, sag doch was. Opa Harms! Was machen wir denn jetzt? Mr. Motor, spring dich an! Ich glaube, die Batterie ist leer. Hans! Kannst du mich hören, Hans? Ach, verdammt! Das ist ein Funkgerät nicht repariert. Aber ich weiß, wo er fischen geht. Er meint, das sei ein ganz geheimer Platz, aber ich weiß, wo das ist. Aber was kann denn passiert sein? Mensch, Patrick, was machen wir bloß? Ich habe eine Idee. Was hast du denn vor? Das ist eine Signalpistole. Vielleicht findet uns ja einer. Ich verstehe das nicht. Wann immer hier bei dieser Sandbank gefischt? Vielleicht sind sie abgetrieben. Jens! Du bist böse auf mich, nicht? Die Hauptsache ist doch, dass die drei gerettet sind. Und was die 50.000 Mark angeht, die werde ich schon irgendwie zusammenkratzen. Da habe ich eine Idee. Eine Sammelaktion. Eine Hamburger Zeitung würde sogar mitmachen. Ja, du hast doch selber gesagt, man muss Druck über die Medien machen. Plötzlich doch auf der richtigen Seite. Frau Anwältin. Ja.
Und? Ist alles in Ordnung? Ja. Übrigens, danke. Wofür? Für Ihre Hilfe. Aber fast im gleichen Augenblick war das Schiff schon dort. Und nun erwies sich die fabelhafte, schier unglaubliche Segelkunst der wilden 13, die auf der ganzen Welt nicht ihresgleichen hatte. Zuerst fuhren sie ein paar Mal mit wachsender Geschwindigkeit um die wirbelnde Sturmsäule herum. Hui, ist das aufregend. Wisst ihr was? Ich glaube, wir hatten genug Abenteuer für heute. Hm? Die Nudeln mussten sowieso schon fertig sein. Wir beiden decken jetzt den Tisch. Komm. Holst du die Gläser? Klar. Spaghetti sind fertig. Oh, das sieht aber gut aus. Darf ich mal? Die schmecken fantastisch. Seit wann kannst du so gut kochen? Seit ich ein Kindermädchen habe, das nicht so gut kochen kann. Wisst ihr, ich habe gar keinen Hunger. Er schafft es, Patrick. Ganz bestimmt. Ich glaube, das sind sie. Rick, mir geht's schon wieder besser. Wenn man so lange miteinander geschippert ist, dann... Nee, ihr wisst schon. Da ist noch ein Problem. Es hat blondes Haar und einen Abschluss in Meeresbiologie. Ja, und das duscht auch gerne mit dir. Wir wollten eine kleine Robbe aus dem Meerwasserbecken holen und sind beide reingefallen. Ist das alles? Das ist alles. Angeklagter, Sie wissen, dass Sie jetzt die Wahrheit sagen müssen. Ich schwöre. Ich zähle zwei, Herr Doktor. Sehr gespannt. Also, hier steht... Liebe Corinna Mö... Möchtest du mich heiraten? Und hier steht... Schreckliche Schrift, das kann ja kein Mensch lesen. Komm schon. Das kann man wirklich nicht lesen. Das muss ja heißen. Was? Ja, muss das? Ja, küsst euch. Geht es wieder auf die